So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashDate und heute möchte ich einfach mal ein bisschen was über den ersten der zwei Spielmodi von Hardline auf der Gamescom erzählen. Denn ich war da und hab's natürlich gespielt. Auf einem meiner letzten Facebook-Posts, da kamen einige Fragen dazu auf, wie ich denn Hardline überhaupt finde, und das verpacke ich jetzt einfach mal mit den Infos, die ich halt zu diesem einen Spielmodus schon mal habe. Keine Sorge, es werden noch ein paar andere Videos kommen. Ich wollte das einfach nur in verschiedene Videos aufteilen, damit das nicht zu unübersichtlich wird. Also, los geht's. Zuerst einmal muss man halt wissen, dass sich die Beta von der auf der Gamescom spielbaren Version sehr unterschieden hat. Das heißt, das Movement vom Spieler bis hin zum Waffenhandling waren meiner Meinung nach um einiges frischer und auch natürlicher. Sogar das Fahrzeughandling war etwas anders, aber so richtig rausgefunden, was jetzt anders war, habe ich nicht. Ich glaube, es lag einfach daran, dass die Karren ein bisschen mehr gedriftet sind. Das heißt, eigentlich ist das ziemlich cool. In diesem Video geht es um den Hotwire-Spielmodus. Da dreht sich sehr viel um die Fahrzeuge. Um zu gewinnen, muss man nämlich die am Anfang der Runde leer stehenden Fahrzeuge einfach mitnehmen und dann halt mit denen rumfahren, um nicht erwischt zu werden. Jedes Fahrzeug ist auf der Karte, also der Minimap und auch im normalen HUD markiert. Also im Prinzip wie eine normale Flagge im Eroberungsmodus. Die Gegner können euch also jederzeit sehen. Auch wenn es auf der Gamescom, wo nur die wenigsten interessiert hat zu gewinnen, sind doch manchmal ein paar coole Verfolgungsjagden entstanden. Das heißt natürlich, einer mit dem Karren, der das Objective darstellt, voraus und ein paar andere hinterher. In der eigenen Base spawnen natürlich auch noch eine Reihe normaler Fahrzeuge, damit man eben solche Verfolgungsjagden machen kann. Es gibt übrigens keine Luftfahrzeuge in dem Modus, zumindest nicht auf der Karte, die man auf der Gamescom spielen konnte. Luftfahrzeuge sind natürlich bestätigt, man kennt es ja auch schon aus der Beta, da gab es die Helis, aber auch Jets sind bestätigt. Es gibt allerdings ein Wasserfahrzeug auf der Karte, nämlich eins von diesen coolen Booten mit Propellern hinten drauf, die kennt man auch unter dem Namen Airboat. Typische Einsatzgebiete der Dinger sind Sumpfgebiete, weil man damit halt nicht in den Algen und sonstigem anderen Gestrüpp hängen bleibt. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Teil vom Video, nämlich der Karte, auf der man gespielt hat. Gator Hunt ist nämlich eine im Sumpf platzierte Karte. Also es gibt Straßen, Feldwege, ein paar Baucontainer irgendwo in der Mitte, eine Art Baugebiet natürlich drumherum mit Matschbergen, so wie es sich dazu gehört. Auch gibt es natürlich den Fluss, auf dem man mit diesen Airboats rumdüsen kann. Zwischendrin gibt es dann noch einige Pfade, die von großen Büschen gut versteckt werden. Das heißt, auch als Infanterist kann man hier gut vorankommen. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum der Name Gator Hunt ist, allerdings kann man sich das, glaube ich, schon fast vorstellen. Sumpfgebiete sind oft mit Alligators versehen, vielleicht kommt es ja daher. Also, so viel zur Übersicht, was denn überhaupt gespielt wurde. Den Modus und die Karte finde ich echt interessant, aber wie auch schon davor erwähnt, weiß man natürlich nicht, wie sich sowas im Endeffekt spielen wird, wenn die Leute mal ordentlich spielen. Weil auf der Gamescom, wie gesagt, da haben die Leute wahrscheinlich eher die Gegend bestaunt, als sich irgendwie fürs Spielgeschehen zu interessieren. Die Karte hat außerdem sehr authentisch gewirkt, also für dieses Cops und Robbers Szenario, das muss ich echt schon sagen. Ich meine, wer hat noch keinen Film gesehen, in dem ein Drogendeal im Sumpfgebiet oder auf einer verlassenen Baustelle über die Bühne gegangen ist? Vom Gameplay her hat sich's auch gut spielen lassen, egal ob mit einem Auto oder Motorrad oder sogar zu Fuß, hat's Spaß gemacht. Die meiste Action ging natürlich im Baugebiet ab, dort kann man nämlich mit viel Deckung von den Baucontainern arbeiten. In die kann man reinlaufen und sogar obendrauf rumhocken. Und da gibt es auch eine Zipline, die habe ich einmal benutzt, extrem cool, von einem zum anderen Baucontainer geflüchtet. Übrigens, meine einzige Runde, die ich auf der Karte gespielt habe, hat knapp 20 Minuten gedauert. Das ist nämlich das Zeitlimit von dem Spielmodus, zumindest standardmäßig anscheinend so eingestellt. Und da bin ich mit einer 25-3 als bester Spieler der Runde rausgegangen. Das heißt, ich habe halt wirklich alles ausprobiert, Fahrzeuge und auch Infanterie. Und ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, dass das halt irgendwie so ein bisschen widerspiegelt, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, nämlich dass halt irgendwie beides funktioniert. Leider durfte man dieses Jahr nicht aufnehmen, das heißt, ich kann leider nicht zeigen, wie es denn ausgesehen hat, aber man kann nur hoffen, dass die Karte auch in der nächsten Beta von Hardline wieder vorkommt, weil mir hat es echt Spaß gemacht. Auf die nächste Beta im Januar 2015 kann man sich schon freuen, das wurde jetzt auch schon angekündigt. Angekündigt habe ich jetzt auch so mehr oder weniger schon das Ende vom Video, das heißt, wir sind hier am Ende. Ich werde nochmal ein anderes Video oder vielleicht auch zwei andere Videos zu meiner Gamescom-Erfahrung von Hardline machen. Natürlich wieder mit vielen interessanten Infos zum Spiel.
Falls ihr bestimmte Fragen zum Spiel an mich habt, dann schreibt mir bitte einfach einen Kommentar unter dieses Video und so kann ich dann versuchen, die dann im nächsten Video mit einzubauen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.